Oh, da steht da, da steht ja. da. Was ist das für eine Alte? Hallo? Foto. Ja. Oh, schwer zu sagen gerade. Geh, geh, der hatte. Warte, warte, ich messe. Jetzt ja, Attacker, schneller, 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 alter Mann hier, schneller. Laufen Sie. Auch wenn ihr Kreuz das nicht mehr so mitmacht. Bitte wiederholen. Oh, ja. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ja. Hallo Werner. In meiner Hand. Hey, yep. Eins, yo. Was geht ab, YouTube? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Ja, und wir gehen heute eine Runde campen. Und auch noch auf dem großen Campingplatz, ihr Lieben. Mhm. Ah ja, und bevor euch jetzt alle wundern, warum wir hier alle gehockt sind. Wir haben uns gedacht, wir machen uns mal einen Spaß, machen das Ganze mal ein bisschen interessanter und laufen die ganze Zeit während der Jagd, während des Untersuchens, nur in der Hocke. Der Breaker ist ganz hinten irgendwo. Der redet in Schmarrn. Wir sind alt und haben es im Kreuz. Ja, nee, ist klar. Das sollten wir noch mitnehmen. Was nehmen wir denn noch mit? Mal hochhelfen, ich hab's im Kreuz. Nee. Ach so. Auf zum Breaker! Okay, brauche ich nicht. Ey, ey, ey! Eigentlich könnten wir ja mal die nächste Challenge machen ohne Taschenlampe, wa? Das wäre sehr hart. Bist du hier wieder? Warte, warte, ich messe. Ne, zu warm. Hätte doch keine Seitenwege heute. Alter. Oh, Knochen. Oder? Ja, hier. Knochen. Dünner Knochen. Oh. Könnte vom Arm sein. Oder? Nee. Nimm doch. Einfach mit. Ich würde sagen, nimm mit. Zu warm. Viel zu warm im weißen Zelt. Ich geh mal ins Häuschen. Viel Erfolg. Rotes Zelt. Ich habe noch nie erlebt, dass er da hinten ist. Ich habe gesagt, ich habe noch nie erlebt, dass sich der Geist da hinten versteckt. Doch, gab's auch schon mal. Ich habe ja gesagt, ich habe es noch nicht erlebt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon erlebt habt, das sehe ich nicht. Ah, also hier im braunen Zelt sieht's scheiße aus. Hier hinten beim Lagerfeuerplatz auch nicht. Wir sind im vorderen Bereich, das weißt du, ne? Wenn wir hier im Zelt im Campingplatz rumlaufen. Hier ist noch gar nichts. Du meinst hier, ja? Ja. Du meinst runter. Ja, runter. Ich meine den ersten Stock. Ja, runter. Runter in gebeugter Haltung. Genau. Ich
Ah, okay, willkommen. Ja, wenn man vom Teufel schnackt, wa? Ja, kommt hier, Attacke, schneller, alter Mann hier, schneller. Laufen Sie. Auch wenn Ihr Kreuz das nicht mehr so mitmacht. Hä, was haben Sie gesagt? Das Gehör scheint auch einen Zahn weg zu haben. Dann mächen wir mal eben hier ein bisschen. 6,2 Grad haben wir. Wie viel? 6,2. Weiter sinken oder so bleiben? 7,8, ihr Lieben, 7,1. Okay. Also ob. Also was? Ob, sehe ich nicht. Hat er denn schon irgendwas hier angetatscht? Nein, das klappt nicht. Okay, gut. Oh Mann, Mann. Ja, doof. Also alles gut. Ich sehe aber keinen Atem. Aber bis jetzt ist es ja, hier am kühlsten. Ja, genau hier. Ich habe auch meinen Atem gesehen. Das ist doch bis jetzt der kühlste Ort hier überhaupt. Draußen ist es sogar wärmer. Warum sagt ihr mir nicht, dass ich aufgestanden bin? Huh? Oh. Okay. Ich hab's ja im Geräusch gehabt, Entschuldigung. Von A. Ich hab dir was mitgebracht hier. Oh, ich glaube, der Hans ist sogar so. Ich guck gar nicht. Hier, komm, ich spiel Fußball. Hier. Jo, krieg Kopfschmerzen. Wovon? Hä? Das ist ein Event, aber die Tür ist auf. Ja, von dem Fußball. Was habt ihr da hinten? Der Kreis hat Verstopfung gehabt. Oh, er schreibt ins Buch. Das konnte ich von hier aus sehen. Hat er eigentlich Buch geschrieben? Bitte wiederholen! Oh. Nein. Nein, tschüss! Das habe ich gesehen. Ja, ihr Lieben, du glauben. So. Eine Schweigeminute bitte für die liebe Neko. Und ich hoffe, du hast ein ordentliches Foto geschossen. Nicht dein. Echt? Oh, tatsächlich. Ja. Und da war es schon durch. Ich glaube, wir müssen für den lieben Werner auch gleich eine Schweigeminute einlegen, wa? Ja. Yep. Und jetzt? Haben wir wenigstens schon mal die erste. Haben wir auf jeden Fall schon mal die erste Aufgabe erledigt. Müsstest du eigentlich jetzt spielen wir erst wie vom Tod einspielen lassen? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so einfach einspielen darf. Ja, das ist das Problem. Du sollst nicht aufstehen. Ich bin auch gar nicht aufgestanden. Warum haben wir mit drei Pillen und einen Schnaps? Keine Ahnung. Hä? Ich bin schneller. Gut. du kriegst ein bisschen. Was haben wir jetzt? Geisterbox haben wir jetzt. Geisterbox hatten wir auch?
Nein, Geisterbox habe ich in der Hand, die ich jetzt gleich mitnehme. Achso. Haben wir da eine EMF liegen? Gute Frage, weiß ich nicht. Okay, dann nehme ich es einfach mal mit. So, ich hab, aus dem Minenplatz kam irgendwie gerade ein Japp. Ah, okay. Aber überhaupt da irgendwie. Das ist draußen. Das ist draußen. Das ist drin. Eine Kamera, okay. Ich hab nur noch eine mit. Aber ich glaube, ich nehme eine ohne. Nee, mit Stativ. Auseinanderkloppen kannst du immer noch. So, also jetzt haben wir genug, glaube ich. Ich hab Angst. Ich nehme mal was anderes mit. Piep, piep, piep. Aber witzig ist er, ich spreche noch davon, dass ich da hinten nie den Geist hatte, ne, und dann ist er da. Ha! Ich mach mal Strom wieder an. Strom ist wieder an. Oh, guck mal. Der Werner liegt hier unten. Ist die Treppe kuschelig? Oh, Gefrieratem hier vorne. Ja, ich gucke auch gerade. Aber... Ich mache einfach mal zur Sicherheit von hier auch eine Kamera. Dann können wir da ein bisschen besser definieren, von wo er kommt. Was habe ich denn jetzt noch mit? Ach, genau. Toll, wo ist denn das Thermometer? Ah, da hinten. EMF lege ich mal so hier hin. Ich melde nochmal Temperatur. 1 Grad. Warte, ich messe. Minus 0,2. Wir haben Gefriertemperatur. Der hat die Tür bewegt oder so? Irgendeine Tür hat er bewegt. Vielleicht unten? Oh oh. Hey, wo willst du denn? Gucken. Bist du fast durch die Wand verschwunden. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Egal. Einer gleich, wenn es gehen wird. Oh, nee. Der Geist schimpft sich Dämon. Ich kenne deinen. Weiß ich nicht. So, auf jeden Fall so. Zack. Also wenn deine Sanity jetzt tiefer ist als meine, könnte es sein, dass wir einen Moroi haben. Weil du die Box benutzt hast. Wupp. Nö. Als würde er jetzt hier nach vorne kommen. Der traut sich gar nicht so weit. Also ich tippe immer noch auf Dämon. Weiß ich nicht warum. Ist so ein Gefühl. Fertig.
Ist nur ein Gefühl. Was bräuchten wir denn für den Dämon? Ja, das, was du auch mit hast. Hm. Okay, also Dots können wir ausschließen, mein Lieber. Dots können wir ausschließen. Und ich würde sagen, Orbs könnte man auch in der Theorie auch schon ausschließen. Und Gefriertemperatur haben wir, ne? Ja, hast du gesagt. Richtig, haben wir auch. Ne? Deswegen, weiß ich nicht, deswegen komme ich einfach momentan auf diesen verdammten Dämon. Gut, was ich jetzt nicht sagen kann, ob der Geist schnell war bei den beiden, ne? Was bräuchte denn Dämon? Der bräuchte genauso gut. Achso, ich hab den auch hier. Genau. Und sonst habe ich irgendwie das Gefühl, dass es ein Revenant sein könnte. Das könnte es auch sein. Aber Revenant wäre doch jetzt Geisterbox gewesen, oder nicht? Warte, nee. Geisterorb. Warte mal, ich will jetzt schon mal kurz die Kamera auf. Ja, das ist die, die Richtung Treppe geht, also die auf die Treppe zeigt. Yep. Vielleicht muss ich das hier noch machen. So, komm. Und keine Ahnung, ich habe das mit, was ich mitnehmen will. Versuchen wir nochmal Ultraviolett zu finden. Oder noch irgendwas mit der Kerze? Stimmt, ja. Alter, ist das Tor laut. Alter, 600. Dezibel. 120,3. 123, genau. Guten Morgen. Alter, das ist nie so krass laut. Ja. Wow, ne, ich lass ran. Das ist so. Ah, oh, wie lange. Schön ruhig hier. Das ist ja Radio so, Mann, ne? Ja. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ja. Hallo, Werner. Hey, yep. Ja, ich sehe noch was. Ein V. Negativ. Das ist der Spiegel. Ja, schön. Das bringt uns was. Auch keine Dots. Keine Orbs. Warte, EMF hat reagiert. Ist auf jeden Fall 3 bis jetzt.
Oh, der hat die Tür bewegt hier. Die Haustür. Warum leuchtest du nur da oben hin? Nix, nix, nix. Lebst du noch? Oh, hast du eine Verjüngungskur gekriegt? Oder sitzt du jetzt 10 cm höher? Könnte das wirklich... Oh, das ist durch. Nö, ein Versuch habe ich noch. Ach doch, dreimal? Nee. Komm, wo kommst du? Da. Oh nö! Müssen wir jetzt verarschen? Werner? Nö, vergiss es. Tschüss, Pennergeist. Du bist ein Dämon. Ich bleib dabei. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du liegst ja ganz schön verrenkt. Oh, nee. Jetzt macht er Licht an, warum auch immer. Tja, ihr Lieben. Was machen wir da jetzt? Was machen wir? Also wollen wir nochmal riskieren oder wollen wir warten? Alter. Das ist jetzt ganz toll, was du gemacht hast, lieber Geist. Das bringt mir übrigens jetzt gar nichts. Überhaupt nichts, dass du mir dieses blöde Kamerading umgeschmissen hast. Okay, ich bleib beim Dämon. Warum auch immer. So, ihr Lieben. Also ich sage und bleibe dabei, ich werde aber jetzt nicht mal reingehen. Jetzt ist mal schön. Also ich nehme einen Dämon, falls ihr für was anderes seid, nehmt es gerne. Ich bleibe beim Dämon. Weil wenn ich da jetzt reingehe, bin ich tot. Also ich könnte da zwar vorne reingehen, aber dann passiert mir ja nicht mehr viel. Deswegen, Dämon. Ich. Wenn ihr wisst, was ihr haben wollt, ja, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Ja, okay, ich fahr ja schon. Ich mach ja schon den Schuh. Ich wusste es, das ist falsch. Moroi, ja. Hatte ich als erstes und hab dann umgesucht. Ich hab noch gesagt, guck auf deine Sanity, nachdem du die Box benutzt hast. Weil der Moroi verflucht ein. Wir hatten die gehabt, die Box. Nur ich bin halt zum Schluss davon ausgegangen, weil er so schnell dann wieder anfing hintereinander wegzuhanden, dass es ein Dämon sein könnte. Ja, dass es halt ein Dämon sein könnte. Und dann das dritte Mal hat er ja hier Madame, Monsieur geholt, nicht Madame. Ja, wo dann Claritas gestorben ist, da war ich eigentlich intensiv sicher, dass es Revenant ist. Echt? Ne. Ja. Ne.
Der war, weiß ich nicht, vom Gefühl war der einfach bei mir schon raus. Ich war halt zwischen Roy und halt Dämon und hab halt mehr für den Dämon tendiert. Aber naja, ist ja auch. Dämon hatte eigentlich zu Schwäche an Kruzifix. Ja. Ist aber jetzt ja auch nicht so wild. Ich würde sagen, ihr Lieben, das war trotzdem eine ganz lustige Challenge. Ne, gehockt hier durch die Gegend zu rennen. Vielleicht lassen wir uns ja noch ein bisschen was einfallen, was wir hier noch ein bisschen treiben können. Damit das Ganze mal ein bisschen interessanter wird und nicht immer nur so das Gleiche, ne? Von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Phasmophobia. Bis dahin, tüdelü! Tschüss!